Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, mein 26. Sonntagskaffee war heute Vormittag und einige haben mich nicht gut verstanden. Ich hatte immer wieder Unterbrechungen und das führe ich zurück auf, ja, technische Probleme, könnte man im weltlichen Sinne sagen, aber mit Sicherheit handelte es sich um Angriffe und ja, mein Schutz war nicht optimal, mein Schutz war unterbrochen und ich habe das auch den Teilnehmern erzählt, weil ich gestern mich in eine diffuse Energie begeben habe, die da Störungen verursacht hat und ja, wo ich noch keine Zeit oder keine Inspiration hatte, mich entsprechend zu reinigen. Und eine kleine Reinigung hat da offensichtlich nicht ausgereicht. Deshalb hatten wir die Unterbrechung und deshalb gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, hier nochmal reinzukommen und dir insbesondere die Highlights der Präsentation heute Vormittag anzuschauen. Wenn du vielleicht es auch nicht geschafft hast, dann hast du ja jetzt die Möglichkeit dazu, hier das jetzt anzugucken, weil einige kamen auch nicht rein und so weiter. Ja, in diesen Zeiten gilt es mehr denn je, bei sich zu bleiben und alles schlägt große Wellen. Du siehst, dass im Außen immer mehr getan wird, dass man letztendlich da sitzt und ja, nur noch vor seiner eigenen Haustür kehren kann, wie es so schön heißt, in sich reinschauen, um bei sich zu bleiben. Das sind zum einen die Überflutungen, die auf jeden Fall sehr die Menschen aufgerüttelt hat, zumindest dort in den Regionen. Und ich wünsche Ihnen dort allen, dass sie die Chance in dem erkennen, was da passiert ist. Und vielleicht rüttelt es ja auch dich wach, beziehungsweise uns, die nicht betroffen sind. Wasser ist immer ein Symbol oder steht im direkten Zusammenhang mit Emotionen, mit unserem Emotionskörper, mit unseren Emotionen. Und da dürfen wir hinschauen. Wir dürfen da hinschauen, dass da was verändert werden darf. Und wenn solche gewaltigen Flutmassen durch ein Tal schießen, dann hat das natürlich mit Reinigung zu tun. Und wir sehen es nicht nur im Ahrtal, wir sehen es an anderen Orten auch, innerhalb Deutschlands und im Rest der Welt. Also es gibt überall diese Überflutungen und man könnte sich fragen, wo denn all das Wasser herkommt. Aber da möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, sondern es geht einfach darum, um die Chance zu erkennen in dem, was jetzt nicht mehr da ist und in dem, was jetzt neu gestaltet werden kann. Genauso ist es bei den Vulkanausbrüchen. Es gibt auch viele Vulkanausbrüche, nicht nur auf Sizilien, sondern auch anderorts. Und da gilt es ja mit der Feuerenergie was Neues zu erschaffen. Und das finde ich sehr symbolhaft, sehr schön und einen wunderbaren Zusammenhang zeigt sich da, dass wir auf der einen Seite die Reinigungen haben. Und dass die Emotionen überschwappen, sodass eben im wahrsten Sinne eine Flutwelle kommt. Und auf der anderen Seite eben die Vulkanausbrüche. Insbesondere im Ahrtal sind viele Schulen weggeschwemmt worden. Und ich finde das sehr bezeichnend, denn insbesondere unsere Kinder, die dürfen ja etwas ganz Neues jetzt lernen. Die dürfen Neues lernen. Und jetzt ist die Frage, ob dieses neue Lernen durch uns Erwachsene geschaffen wird, durch unsere bisherigen Lehrkräfte oder ob das Lernen von einer ganz anderen Seite herkommt.
Da gibt es zum Beispiel im Internet momentan ein Video, das kursiert von einem jungen Mädchen, eine 16-Jährige, die eben sich seit 4 Jahren selbst unterrichtet. Und das ist nur ein Einzelfall, aber sie beschreibt das sehr gut. Sie hatte im Alter von 12 Jahren die Idee, nicht mehr in die Schule zu gehen, aber nicht, weil sie nicht lernen möchte, sondern weil sie das lernen möchte, woran sie Freude hat. Und ich weiß nicht, wie viele Sprachen sie mittlerweile spricht, auf jeden Fall mehrere Sprachen, die hätte sie wahrscheinlich in dem Tempo nicht in der Schule gelernt. Und dann gibt es den Ricardo Leppl, ein Österreicher, der mit 2 Schulstunden pro Woche, nämlich von seiner Mutter, unterrichtet wurde, die Lehrerin ist. Und er ebenfalls 5 Sprachen fließend spricht und sich das einmal eins in 2 Stunden beigebracht hat und so weiter und so fort. Also du siehst, es ist ein Riesenumbruch, Aufbruch und vielleicht geht das nur, wenn das Alte so zerstört wird, wie es gerade jetzt zerstört wird, nämlich mit Flutkatastrophen und vielleicht mit Feuer. Und vielleicht braucht es noch mehr. Ich wünsche mir, dass die Menschen jetzt dadurch wach werden, ohne dass es mehr braucht. Und den Umbruch zulassen und den Umbruch durch sich selbst ins Leben bringen. Dadurch, dass du hier bist und dass du mir zuhörst, nehme ich da ganz stark an, dass du schon mitten in diesem Erwachensprozess drin bist. Und daher auch ungefähr weißt, was deine Emotionen im Außen bewirken. Und dennoch wissen wir es nicht ganz. Denn was im Außen erzeugt wird, das ist Angst. Und Angst, ja, jetzt, die einen haben Angst vom Virus, die anderen haben Angst, geimpft zu werden und so weiter. Es wird einfach, für jede Zielgruppe etwas geliefert, sodass das Gefühl der Angst, und das ist ja vollkommen egal, wo die herkommt, die Überhand hat. Und diese Angst ist einfach gebundene Energie. Sie nimmt uns, sie raubt uns Energie und sie lässt uns ja erstarren, sozusagen. Und dadurch kommen wir natürlich nicht richtig in unsere Kraft. Erst wenn wir jegliche Angst integrieren, überwinden, uns mit ihr verbinden, ist sie entmachtet. Und erst wenn wir diese gebundenen Energien entmachten, die da geschürt werden, erst dann kommen wir in unsere Göttlichkeit. Und der Aufwachprozess gilt für uns alle, der gilt nicht für eine kleine Minderheit. Der gilt für uns alle. Und erst wenn wir alle unseren göttlichen Funken erkennen, dann können wir in das neue Zeitalter gehen. Und dann hat das hier auch alles erst ein Ende. All das, was dein Körper dir gerade signalisiert, müde oder extrem wach, Appetit auf das eine oder auf das andere, oder nicht mehr Appetit auf das eine und nicht mehr Appetit auf das andere. Hör da drauf, mehr denn je. Denn du willst ja mit deinem physischen Körper in diesen Wechsel, in diese neuen Dimensionen aufsteigen. Ich mag gar nicht mehr von vierter oder fünfter reden. Es geht auch noch weiter nach oben und deshalb wollen wir uns da nicht reglementieren, in welche Dimensionen wir da vortreten. Aber es gilt auf jeden Fall mit dem Körper das zu tun. Und wenn wir mit unserem Körper im Einklang sind, dann sind wir in unserer Mitte, dann sind wir in unserer Kraft, dann ruhen wir in uns. Und ich habe es eben gesagt, wir ruhen in uns. Und wie kommst du da aus diesem ganzen Konstrukt raus, was da geschaffen wird, indem du in dir ruhst. Und das kannst du machen, indem du atmest. Lass es durchfließen. Ruhen und atmen.
und schau dir die Themen an, die da hochkommen. Es ist jetzt keine Zeit mehr für Aufschub, zum Wegschieben und so weiter. Das wird dir alles nur den Weg weiter erschweren. Schau dir diese Themen an, die da nach oben poppen, die dich beschäftigen. Wie gehst du um mit dem einen? Wie gehst du um mit dem anderen? Wir sind selbst alle durch alle sämtliche Prozesse durchgegangen. Wir wissen eigentlich, wie es geht. Und oftmals erkennen wir es nicht, was da wirklich vonstatten geht oder wohin wir getrieben werden sollen. Wenn wir dann rückblickend schauen, dann haben wir meistens eine große Hürde überwunden. Und wir haben sie überwunden, indem wir nicht die Augen davor verschlossen haben, sondern indem wir dahin geschaut haben und neue Erkenntnisse daraus gezogen haben, neue Chancen. Und das ist jetzt genau diese Zeit, dass wir unsere Chance erkennen und unsere wahre göttliche Kraft, ja, entfalten, um ja, das ins Leben zu bringen, auf diese Erde zu bringen, die, ja, die uns nährt, die uns wachsen lässt, die uns Energie gibt und nicht irgendwie ein fauler Kompromiss. Und der eine, der wird gefordert, weil er gerade seinen Job verloren hat. Und es gibt viele, die gerade da in einem Engpass sind, beziehungsweise seit längerer Zeit arbeitslos sind. Und auch, es greift auch mittlerweile in Unternehmen um sich, sodass da Abteilungen geschlossen werden und so weiter. Und das dringt natürlich noch nicht richtig an die Öffentlichkeit, aber ich kenne da einige, die da von betroffen sind. Und beim anderen ist es eben eine Trennung, ein, ja, ein zwischenmenschlicher Konflikt oder auch einfach ein Betätigung, ein Beschäftigungsfeld, was einem nicht richtig Spaß macht. Und wir sehen hier im Feld momentan viele wie fremdgesteuert rumlaufen. Man könnte auch von Mumien reden. Fremdgesteuert. Und wenn du dir das mal, wenn du mal ein bisschen Zeit hast und dir das anschaust, und dann siehst du, dass diese Fremdsteuerung eigentlich schon immer vonstatten gegangen ist. Nämlich in dem Moment, wo du immer viel beschäftigt warst. Und da kann es auch mit Dingen gewesen sein, die du gerne gemacht hast, aber es gilt wirklich immer mehr, auch die Zeit für dich selbst zu haben, sodass du da reinguckst und immer wieder reinspürst, gibt es mir Energie oder raubt es mir Energie? Und ich sehe auch immer noch viele Menschen, die so getrieben sind. Da muss ich morgens dann und dann aufstehen, damit ich dann meinen ganzen Tag bewältigen kann. Dann muss ich für die Familie da sein, für die Kinder, da muss ich einkaufen, da muss ich meinen Job machen und sonst haben wir ja kein Geld und dies und das und das. Und du siehst, dass das wahrscheinlich wenig mit deiner göttlichen, mit deiner Göttlichkeit zu tun hat und mit deinem wahren Sein, weshalb du da bist. Weil gelebt zu werden und am Ende deines Lebens da zu stehen und zu sagen, ja, ich musste ja für den und jenen da sein. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist es, voll und ganz im Leben teilzuhaben und es aktiv zu gestalten, sodass du es hier schön hast und göttliche Erfahrungen machen kannst. Göttliche Erfahrungen machst du natürlich auch durch Schmerz, aber noch mehr durch die Freude. Und deshalb dürfen wir jetzt alle in unsere Energie gehen, sodass wir noch mehr Freude erleben. Ich werde dir gleich zeigen, wie du dein Feld entsprechend abscannen kannst, sodass du weißt, wann es aus dir kommt und aus deinem Herzen oder wann es aus deinem Kopf kommt, aus deinem Verstand, wann es
ein Außen gibt und wann es ein Innen gibt. Ja, vielleicht gehe ich eher darauf ein, wann es ein Außen gibt und wann es ein Innen gibt. Was aus dir entspringt und was im Außen entspringt. Und das hat alles mit unserer Göttlichkeit zu tun, mit unserem göttlichen Funken, mit unserer göttlichen Kraft, die aus unserem Herzen heraus erwächst. Und auch wenn du nicht viel empfindest bei diesem Prozess, dann gilt es jeden Tag oder immer, wenn du Zeit hast, ein Stückchen mehr da reinzuspüren. Ein Stückchen mehr und dann wirst du immer ein bisschen mehr auch erkennen in dieser, ja, in dieser Zeit. Setz dich aufrecht hin und stell die Füße parallel auf den Boden. Nimm tiefen Atemzug und komme langsam bei dir an. Spür mal in dich rein, wie es dir heute so geht, wie sich dein physischer Körper heute so anfühlt. Und vielleicht magst du ein bisschen nach vorne rutschen, sodass du ohne Hilfsmittel aufrecht sitzen kannst. Nimm deine Schultern wahr. Wo sind sie heute? Nimm deinen Kopf wahr. Wie fühlt es sich heute an? Schwer? Von überhängend oder komplett aufrecht? Ist er zu einer Seite geneigt? Beobachte. Und du musst nichts korrigieren, denn es geht es nur darum, es zu beobachten. Vielleicht spürst du auch eine Stelle, die nicht so optimal ist, die vielleicht ein bisschen zwickt. Auch das einfach nur beobachten. Und wenn Gedanken aufkommen, warum und weshalb irgendwas so ist, wie es ist, dann lass sie vorüberziehen, diese Gedanken, und sag ihnen, ich kümmere mich später um dich. Nun nimm dieses Feld um dich herum wahr. Und zwar die erste Schicht außerhalb deines physischen Körpers. Die Schicht, die dich direkt umgibt. Fangen wir an mit kleinen Schritten. Nimm diese Schicht wahr, die 5 cm um dich herum ist. Ab deinem physischen Körper 5 cm nach außen. Und scanne dich da mal ab und guck mal, wie diese Schicht da so sich anfühlt. Ist sie ausdehnend oder eher beengend? Hat sie eine Farbe? Vielleicht sogar einen Geruch? Ist sie angenehm oder eher unangenehm? Und geh mal eine Stufe weiter und guck dir die Schicht an bis zu 10 cm. Da wird das Feld schon anders. Dann guck mal, ob sich auch in der Farbe was verändert. Vielleicht nochmal ein anderer Geruch. Guck mal, ob es nach vorne genauso ist wie nach hinten. Links genauso wie nach rechts.
Und bleib einfach nur in der Beobachtung des Feldes, was dich da ummantelt. Geh eine Stufe weiter und schau dir 20 Zentimeter an, die dich umgeben. Die Schicht, die 20 Zentimeter bis zu 20 Zentimeter um deinen Körper herum ist. Und es kann sein, dass du in irgendeinem Bereich vielleicht dunkle Schatten siehst oder Flecken, vielleicht auch Farbverläufe. Guck mal, ob du da einen Unterschied spüren kannst. Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das bedrückend an, beengend? Schau mal, ob links anders ist als rechts, vorne anders als hinten. Und wenn du das so wahrgenommen hast, dann geh jetzt in deinen Körper, in dein Herzzentrum. Und du kannst die Hände mit dazu nehmen und sie auf dein Herzchakra legen. Dort, wo die Hände hingehen, folgt deine Aufmerksamkeit, es verstärkt ja letztendlich die Emotionen in dem Bereich. Nimm ein paar tiefe Atemzüge in dein Herzzentrum. Und wenn du da ganz genau hinschaust, ganz, ganz tief, kannst du vielleicht einen kleinen Funken erahnen, ein kleines Licht, ein kleines Funkeln, wie ein Diamant. Und mit jedem Atem, den du jetzt in dein Herzzentrum einatmest, lass diesen Funken größer werden, ausdehnen. Und du kannst bei jeder Einatmung das Licht in dich reinholen, das Göttliche, und bei jeder Ausatmung kannst du es in deinem Herzzentrum aktivieren. Und wenn dein Licht innerhalb deines physischen Körpers immer größer und immer größer wird, nimm es in allen Zellen wahr, in deinem physischen Körper. Und jetzt schau dir die Schicht nochmal an, die dich umgibt. 5 Zentimeter. Und ohne dass du jetzt aktiv dein Feld vergrößerst, halt nochmal inne und schau dir an, ob es jetzt schon anders ausschaut als eben. Und jetzt darfst du den Funken, die Strahlung weiter in das Feld tragen, in deine Schicht 5 Zentimeter um dich herum. Dehne es weiter aus in deine Schicht 10 Zentimeter um dich herum. In deine Schicht 20 Zentimeter um dich herum. Und wenn du das schon so spielend leicht hinbekommen hast, dann kannst du auch es auf 2 Meter ausdehnen. Und
Und es geht ganz genauso. 2 Meter um dich herum, dehn es aus, dein göttliches Licht. Und darüber hinaus, wenn du 2 Meter dich ausdehnen kannst und das Licht aus deiner Mitte, das göttliche Licht aus deinem Herzen sich über 2 Meter erstrecken kann, dann kann es sich auch auf 20 Meter erstrecken. Und da schau, wie du dich auf 20 Meter um dich herum erhältst. Nach vorne, nach hinten, links und rechts. Und wenn du 20 Meter schaffst, schaffst du auch 2 Kilometer. Und wenn du 2 Kilometer schaffst, schaffst du auch 20 Kilometer. Und wenn du 20 Kilometer dich ausdehnst, dann kannst du dich auch 200 Kilometer ausdehnen. Und wenn du es auf 200 Kilometer auch schaffst, dann schaffst du es auch auf 2000 Kilometer. Und 2000 Kilometer, dann kannst du auch 20.000 Kilometer dich ausdehnen. Und du siehst, es gibt da keine Grenzen, du kannst dich immer, immer weiter ausdehnen. Dein Licht. Und komm langsam wieder zurück in dein Herzzentrum. Du kannst es nochmal mit einem Druck verstärken in dein Herz. Und für diese Erkenntnis danke dir, danke, danke, danke. Damit es so sichtbar geworden ist und dass du es so deutlich gezeigt bekommen hast, danke der geistigen Welt und dem Schöpfer, danke, danke, danke. Und danke deiner Ahnen, die dich dabei unterstützt haben, ebenfalls diesen Prozess jetzt einzuleiten, zu sehen und zu spüren. Danke, danke, danke. Komm wieder bei dir an. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und atme ganz durch bis in dein Wurzelchakra. Und komm wieder ganz bei dir an. Und öffne langsam wieder die Augen und trink was. Mit Sicherheit hast du den Unterschied gespürt, wenn du bei wachem Verstand da sitzt und dir Gedanken machst um dein Aurafeld oder das, was dich umgibt, dass das ein Unterschied ist, wenn du die Augen zumachst und dass du dann besser spüren kannst, was dich wirklich bewegt und was wirklich deine treibende Kraft ist, ob was richtig ist oder ob es vielleicht falsch ist oder ausgedient hat.
Da gibt es dann Dinge, die einfach vorbei sind, ihre Halbwertszeit überschritten haben. Und wenn du die Augen schließt, dann siehst du mit deinem inneren Auge, nämlich mit deinem Herzen, mit deinem Gefühl. Und dein Gefühl ist untrügerisch. Das zeigt dir, was da gespielt wird. Und du solltest nur noch auf ein Spiel hören, nämlich auf dein Spiel. Und im Moment gibt es viele gute Ratschläge auch von außen. Es gibt viele gute Berater. Aber es gibt auch leider viele Berater, die von der anderen Seite gesteuert sind und die dich auf Abwege bringen sollen. Deshalb prüf immer mit deinem Herzen, ob was für dich stimmig ist oder was weniger stimmig ist, ob du es für dich als positiv empfindest oder weniger positiv. Und denn an diese Kraft dürfen wir alle kommen. Und wir alle dürfen unsere wahre Größe erkennen, unser wahres Potenzial leben. Deshalb erkenne deine wahre Größe und entfalte dein wahres Potenzial. Bis ganz bald. Alles Liebe. Ciao, ciao.